Hey Freunde, Mega Man 5 geht hier weiter und bevor ich mich um den letzten Robot Master kümmern werde, muss ich halt echt nochmal zu Stone Man und halt gucken, wo da der erstmal letzte Buchstabe ist. Ich weiß, in der Stage von Waveman habe ich den Buchstaben auch noch nicht, aber da habe ich zumindest eine Ahnung, wo er ist. Hier halt echt überhaupt nicht. Auf jeden Fall habe ich jetzt aber schon ganz, ganz viele Waffen. Alter, die G-Attack. Keine Ahnung, was das macht. Ich habe fast alles. Ich habe fast alles, außer die Waffe von Wave-Dings. Ja, also habe ich schon mal alle Waffen gekriegt, würde ich mal sagen. Bloß die Frage ist halt noch, ne, was macht dieses Mega Man 5 Layout? Aber egal. So, ich habe mir, wie gesagt, mal ein bisschen meine alten Aufnahmen angeguckt, wo ich ja schon war. Nach auffälligen Stellen. Und ganz im Ernst, irgendwie so richtig auffällig ist hier irgendwie ja nichts. Also ich vermute mal, da ich ja auch dieses eine Leben nicht bekommen habe, dass es wohl irgendwas mit Wänden zu tun hat, dass ich irgendwie eine Wand kaputt machen muss. Ja, in dem anderen Level war ja eine Wand einfach nur durchsichtig, da kann ich durchgehen, hier aber nicht, oder ich habe sie nicht gefunden. Und deswegen habe ich einfach mal geguckt auf auffällige Wandstellen. Und da gibt es einige, ein paar Stück, die ich jetzt einfach, ja, gezwungen halt einfach alle nacheinander abgehen muss. Mir bleibt nichts anderes übrig. Und mal schauen, aber hier noch nicht. Hier ist ja noch gar keine. Hier sind ja auch überall so eine Metalldinger. Das war auch so ein Ding, was mir aufgefallen ist. Der Boden, auf den ich gerade laufe, der ist an sich fast in der ganzen Stage, außer an ein paar Stellen. An ein paar Stellen ist kahle Steinwand. Ja, und das ist irgendwie auch ein bisschen auffällig. So, hier runter bin ich ja auch schon gesprungen. Da war auch nichts. So, wisst ihr, hier zum Beispiel, aber hier kann ja nichts sein, weil auf der anderen Seite, ich komme ja gleich ohnehin zur anderen Seite. Aber zum Beispiel hier links, ja, hier ist keine Metallummantelung. Hier könnte man also echt mal kurz gleich gucken, wartet. Aua, Mann. So, halt. So, hier irgendwie, dass hier irgendwie die Wand durchlässig ist oder kaputt machbar oder sowas. Vielleicht brauche ich auch den dicken Buster. Ich habe keine Ahnung. Oder halt, weil ich ja Napalmen habe, Bomben. Dass ich wirklich damit halt so Zelda-mäßig die Wände wegballern muss. Ja. Oh, na toll. Okay, warte mal, geht das, wenn ich das so mache? Och man, scheiße. Die Bombe explodiert immer gar nicht richtig. So. Nein, nicht abprallen. Doch. Okay, ich habe ein Problem, glaube ich. Scheiße. Okay, hier scheint aber nichts. Was macht denn, warte mal. Was macht denn, nutzt vielleicht mal aus mit ein bisschen Gravity. Was macht denn das hier? Oh, cool. Das ist natürlich cool. Lässig. Okay, aber, ja, irgendwie, keine Ahnung, hier scheint nichts weiter zu sein. Gehen wir dann nach rechts. Genau, hier wäre eine nächste Wand. Wow, aua. Hier wäre eine nächste Wand, wo ich jetzt mal ein bisschen bashen möchte, zum Beispiel halt da unten. Oh Gott. Warte mal. Yeah. So, komm schon. Oh Gott. Wartet mal. Wartet. Da will ich gucken. Tatsächlich. Tatsächlich. Alter, richtig. Okay, das war jetzt schon fast eher ein Zufall, weil ich den Typen da platt machen wollte. Oh, das ist aber. Und warte mal, nur die unteren. Oh, das ist aber ein gemeines Versteck. Warte mal, ist das jetzt überhaupt? Ja, oh mein Gott. Okay, da muss ich auch sagen, das ist aber echt. Das ist ja schon, das ist ja mega fies versteckt im direkten Vergleich zu all den anderen Buchstaben, findet ihr nicht? Weil alle anderen Buchstaben, salopp gesagt, liegen die einfach nur rum. Man muss die nur einsammeln. Den hier muss man richtig finden. Ja, die anderen musst du quasi nicht finden, da läufst du dran vorbei. Sammelst du dann einfach ein oder nicht? Okay, krass. Oh Gott. Das ist natürlich übel. Okay, warte mal, dann werde ich jetzt einfach, also ich kann an sich nur andere Stellen. Ja, guck, hier zum Beispiel ist auch die Wand nicht aus Stein. Wisst ihr, alle so Sachen sind mir halt aufgefallen, dass ich halt einfach mal Steinwände ein bisschen checken möchte. So, wartet mal, habe ich das jetzt auch nur. Nee, die Wand. Die Wand habe ich echt nicht beschossen gehabt, als ich da war. Kommt mir auch ein bisschen komisch vor, aber ich glaube halt nicht die unteren Steine. Die habe ich nicht beschossen. Okay, warte mal, ich guck mal jetzt schnell, ob ich dann auch hochkomme zu dem. Leben. Das Rätsel würde ich ja auch irgendwie eine lösen. Oh, sehr schön, dann können wir mal zu Waveman. So, hier zum Beispiel. Naja, ist jetzt nicht wirklich was. Ja, ich werde dann einfach gleich runterjumpen. Weil ich glaube, ich kann ja die Welten nicht anders verlassen. Aber sowieso mein letztes Leben. Alles gut. Alles gut. Zur Waveman-Stage muss ich sowieso voll geladen hin. Ist ja wohl klar. Ich will nur mal kurz gucken, ob ich das Leben irgendwie auch kriege, weil irgendwo da einfach eine Wand zerschossen werden muss. Plus wo wüsste ich jetzt gar nicht. Mal gucken, bin halt glaube ich gleich da. Wenn ich da sowieso bin, dann springe ich einfach gleich runter in den Tod. Wow, ja komm, lass mich mal in Ruhe. So, tschüss. So, bin ja gleich da. Na komm runter. So. Hier wäre zum Beispiel unauf...
Holy shit, noch ein Geheimnis? Oh, Alter, hier ist ein Multitank versteckt. Oh mein Gott. Ich wollte gerade sagen, hier wären nämlich auch halt noch nur kahle Wände, dass man hier auch noch ein bisschen rumgucken könnte. Alter, ein Multitank. Alter, wie geil. Okay. Oder würde mich jetzt nochmal interessieren, ob... Ah, verdammt, da ist überhaupt nicht drauf geachtet. Würde ich aber, glaube ich, auch nochmal einfach denn später die Aufnahme checken, ob diese Steine, die ich jetzt weggeballert habe, ob die anders aussehen. Ob die irgendwie anders aussehen. Für mich auf den ersten Blick... Nee. Auf den ersten Blick wirken die überhaupt nicht anders, die Steine. Aber vielleicht ja doch. So ein kleines bisschen. Boah, geil, dann noch voll so ein Megatank. Der wird mir richtig helfen. Vor allem bei Waveman, weil ich sagen muss, weil die Waveman-Stage ist die schwerste von allen bisher. Weil du da mit dem Wasser und so was, da kannst du, ist ja fast schon so was wie ein halber Self-Scroller. Da kommt man nicht so ganz gut. So, wo waren jetzt diese olle Leben? Ist das so weit weg, sag mal? Das ist doch nicht so weit weg, oder? Nee, warte mal, ich bin ja, glaube ich, gleich da. Ja, wenn ich jetzt sterben sollte, dann lasse ich es natürlich, ne? Oh, düdüdüdü. Das Spiel will nicht, dass ich sterbe. So. Hier irgendwelche Wände noch, die auffallen? Nö. Eigentlich nicht. So, hier jetzt, wartet mal, sind hier irgendwelche Steine anders aus? Wenn ich hier jetzt mal durchschieße, ja, guck mal, das ist irgendwie, oder ich muss einfach nach oben, boom, nee, wie kommt man da an dieses Leben ran? Vielleicht muss ich doch einfach wie drüber hüpfen, wartet mal, ich probiere es nur aus, ich weiß, toll, na, oh, toll, Mann, du oder Hund, alles klar. Es ist doch eine unsichtbare Wand. Okay, gut. Nichts zum Wegsprengen. Wegspringen, einfach unsichtbar. Na gut, habe ich jetzt das Leben eingesammelt? Ja, eigentlich brauche ich es ja nicht, weil... Ja, komm, ich verlasse jetzt die Stage. Ich verlasse jetzt die Stage, indem ich einfach den Freefall nehme, denn ich möchte jetzt noch Waveman schaffen. Und da den letzten Buchstaben sammeln und dann sehr gespannt sein, was es da geben soll. Oh nein, sie sind alle so krass. Oh, ist das Spiel schwer. Oh, jetzt habe ich verschissen. Okay, so, damit bin ich hier raus. Warte mal, ich hoffe, die Buchstaben, die blieben aber eingesammelt, ne? Stage Select, muss ich mal gucken. So, Waveman, genau wie der Multitank, den habe ich jetzt auch. Da ist er, Neptunman, ich meine Waveman. Das sieht ein bisschen aus wie Napoleon, oder? Nicht Napoleon, wartet, Impoleon. So, genau, hab den Multitank, habt ihr mir auch inzwischen erzählt, wie das Ding heißt. Der heißt, warte mal, nicht Multitank, was habe ich gehört? Der heißt wohl Mystery Tank. Mhm. Alles klar. So, ein Buchstabe fehlt noch. Der wird jetzt der schwerste sein. Mal gucken. Vielleicht konzentriere ich mich echt erstmal darauf, nur das einzusammeln. Nur erstmal das E zu kriegen, weil das bei der schön gesaved bin. Was ich gut finde. Die Eulenlöcher. So, genau, diesmal so. Das wollte ich vielleicht nicht, ich bin ja so komisch reingesaugt worden. Geh mal hier oben lang. Aua. Leben. Hui. So, okay. Ich kenne auch schon, hier waren Dinger, die einfach nicht kaputt gehen, ne? Die man einfach nur ausweichen muss. Wo kommt das Gas her? Das Gas kommt raus, da ist einfach nur ein Wasserbehälter. Ja, vielleicht ist das heißes Wasser. Hui. Mal gucken, ob wir heute alle Robot Master gekillt kriegen. Da muss ich schauen. So, hier ist auch richtig fies. Ja, heißt fies. Ihr wisst schon, was ich meine. Also, oh verdammt, okay, ich muss erstmal mit der großen mitreißen. Okay, gut. Weil die andere große auf der linken Seite platzt ja da schon. Mann. Und dann bin ich ja schon gleich da, ne? Oh Gott, oh, das schon wäre jetzt ein bisschen zu früh. Bei der Water Stage. Also ich muss echt sagen, also das haben wir denn ja jetzt vorerst erstmal alle Level gesehen. Ich muss sagen, Mega Man 5 hat echt sehr, sehr, sehr coole Stages. Die sind alle mega interessant. Die haben richtig coole Mechaniken, abgesehen davon, dass man halt... Weil bei den bisherigen eigentlich war echt nur das, du musst da einfach gut forcen, durchrennen. Durchrennen, Gegner besiegen und so. Jetzt hat man hier richtig mit der Gravity und mit dem Wasser Race jetzt hier... Und das ist schon alles richtig cool. So, okay, mal gucken, ich schaffe auf jeden Fall mein Checkpoint erreicht. Sehr schön. Und das habe ich ja auch schon ein bisschen hier geübt, ne? Das weiß ich ja auch ein bisschen, wie das hier schon mal geht. Vielleicht kriege ich ein bisschen Heilung, netterweise. Ja, bin ich schon durchgeheilt. Jetzt kommen die gleich von hinten, die Dinger. Genau, er schießt, ich springe rüber. Oh, doch nicht. So, du. Wow,
Wow, der ist komisch. Oh, die Delfine. Oh, voll hier. Sehr schön. So, klappt doch. Klappt doch gut, oder nicht? Wow. So, nach dem Oktopus erst kommt ja das E. Kommt erst nach dem Oktopus. Okay, wow, wow, wow. Und Mr. Saiken doch schon verarscht. Komm, schieß nach oben. Yeah. Komm, schieß nach oben. Oh, er hat mich verarscht. Wow, wow, wow. Nicht so, mein Freund. Yeah. Okay, läuft doch viel besser als vorher. So, und in diesem Abschnitt hier natürlich auch ganz kurz vorm Ende gibt es hier, oh Gott, gibt es denn hier das E? Ja, da werde ich einfach versuchen, halt echt krass einfach hinzujumpen oder sowas. Okay, so, okay, wartet, hups, hups. Oh, voll crazy. Oh, crazy, Alter. Er war einfach nicht so gut, wow. Bin richtig gut auf einmal. So, wo ist denn das jetzt, das E? Wo ist es denn? Es kommt doch gleich, oder? Fahr mal ein bisschen nach vorne. Jetzt erstmal, wie gesagt, erstmal ist es mir egal. Da ist er. Nein. Ich hätte nicht so weit nach vorne fahren sollen. Na gut. Muss ich nochmal von dem Checkpoint aus anfangen. Es tut mir leid. Geht aber nicht anders. Vielleicht droppt da noch einer ein Leben oder sowas. Mist, das E will ich haben. Das ist der letzte Buchstabe, der fehlt. Wie er von alleine läuft. Toll, ey. Jetzt kann ich gar nicht mehr. Scheiße, es geht ja gar nicht mehr. Ich bin ja... Oh, wie fies ist das denn? Oh nein, das heißt, ich muss jetzt nochmal alle Leben verlieren. Ey, scheiße, ich muss alle Leben verlieren. Weil ich habe jetzt keinen... Ich kann jetzt nicht mehr mich hier self-destructen. Kann ich irgendwie abhauen aus dem Level? Warte mal, wenn man das hier macht mit Select oder sowas? Nee, warte mal, Select ist ja nicht belegt. Select öffnet ja nur dieses übergeordnete Menü der Legacy Collection. Oh, scheiße. Och. Ich würde den jetzt richtig platt machen. Okay, warte mal, wisst ihr was? Ich probiere mal wenigstens, dass wir wenigstens ein bisschen jetzt einen Fortschritt haben. Ich guck mal, ob ich seine Schwäche rausfinde. Das schon mal zumindest. Seine Schwäche rausfinden. Ich probiere einfach mal Wasser gegen Luft. So, ich habe hier Jaiwo-Man. Mal gucken. Hier, Mann. Nein, Jaiwo ist es nicht. Okay, vielleicht ist es der Kick. Mal schauen. Oh, es ist der Kick. Es ist der Kick. Der war richtig kacke, ist er, weil ich da echt in ihn reinspringe. Oh, nee, der Kick ist ja oberscheiße. Er macht zwar Damage, aber ich muss in ihn reinspringen. Da geht's nicht so Bock drauf. So. Okay, Stern geht eigentlich auch. Ja, und an sich kann man ihn gut ausweichen. Gut, okay. Ich würde sagen, der ist kein Problem. Aber Leute, ich möchte das eh haben. Es tut mir leid. Leider fange ich jetzt auch wieder kurz vor ihm an. Das heißt, ich muss jetzt alle Leben verlieren und das Ganze dann nochmal von vorne machen. Für das E. Ja, tut mir leid, ist aber so. Sonst hätte ich natürlich halt den Checkpoint genau vor dieser Wasserpassage hätte ich natürlich schon vorher schon ausgenutzt. Aber nichts zu machen. Sondern anscheinend ist der hier auch echt mega einfach. Boah, sein Wasser blockiert alles. Ja, ja, schade. Schade um die ganzen Leben. Okay, bei dem E-Musik halt einfach... Das kann man doch ganz schön schnell. Da muss ich doch ein bisschen drauf achten, dass ich ganz hinten bin und das Bänkchen einsammeln möchte. Wir schaffen das schon, Leute. Ich war gerade so gut bei der Wasserpassage, also bin ich nochmal gut. Obwohl, ich wurde auch viel geheilt. Das stimmt. So, Bams. Bams. Scheiße, Leute, er ist so schwer. Er ist so schwer. Oh, was soll ich denn da machen, ey? Oh, ey, ich meine, der Typ ist die ganze Zeit mega langsam und steht nur an einer Stelle, ey. Der ist voll schwer, Leute. Oh, Mann, ey. Guckt ihr euch an, ey. Guck mal, ich sage euch, machen so, guck mal, sein erster Angriff ist auch so überraschend, Alter. Da kommt Wasser aus dem Boden. Boah, Alter, boah, ist der schnell. Alter, guck mal, der ist viel zu schnell, ey. Boah, voll, oh, ey, wie hätte ich das denn dodgen sollen? Alter, ist der fies, ey. Boah, ey, in Mega Man 1 waren die viel leichter, ey. In Mega Man 1 sind die mega schnell hin und her gesprungen. Du konntest ja nichts machen. Aber das hier ist ja richtig einfach schwer. So, jetzt hat mein ganzes Leben mal weg. Gut. Alles klar. Und ich hoffe, ich schaffe das aber noch in dem Part hier. Ne, dass wir das wenigstens schaffen. So, continue. Genau. Leider nochmal von vorne. Aber hey. So. Ist ein bisschen doof, ne? Können wir so wieder ein bisschen hier, ne? Ein bisschen designmäßig fail. Weil, wenn man. Weil es gibt doch bestimmt Leute, die. Die wird doch bestimmt Leute geben, die das eh verpassen. Außer natürlich ihr. Ihr natürlich nicht. Ihr hättet das eh sofort eingesammelt, weil ihr Reflexe habt wie so eine Miesmuschel, ne? Die reflexartig ihre Schale schließen kann, ich weiß. Ihr habt so eine Reflexe. Aber ich nicht. Und die meisten würde ich sagen, dass sie das auch nicht haben. Ja, deswegen ist es sehr wahrscheinlich, dass du. Ich wollte eigentlich das Leben einsammeln, aber hat natürlich nicht funktioniert. Dass du. Warte mal, ist Jet cool? Nee, dass du dieses E verpasst beim ersten Mal. Ja? Och man, der ist ja wieder so kacke. Ist der echt wieder so scheiße?
Ich kann ihn ein bisschen steuern, aber auch er fliegt wieder komplett in eine Richtung. Naja. Ich hätte mich ja beschwert bei Dr. Leiden, aber Mega Man beschwert sich, glaube ich, nicht. Und deswegen hat er das einfach so gelassen. Egal. So, wir sind ja schon bald wieder da. Das Level ist ja auch sehr, sehr kurz. Ja. Nee, aber wie gesagt, also das E ist doch sehr wahrscheinlich, dass man das verpasst beim ersten Mal spielen. Deswegen frage ich mich, warum die Entwickler da nicht nochmal irgendwie die Chance dir geben, dass du einfach den Checkpoint nochmal lädst. Und das so lange probierst, bis du es hast. Aber ist jetzt nicht weiter wild. Klingt jetzt alles wieder dramatischer, als es eigentlich ist, weil, wie gesagt, das Level ist sehr, sehr kurz. Das Level ist kurz und schon bin ich wieder beim Checkpoint. Gut. Jetzt wird einfach nochmal cool sein. Und hoffentlich nette Drops kriegen von den Gegnern, dass ich wieder voll heile hier, voll fülle. Let's go. So, nach dem ersten kommt ja gleich der von hinten, der erste. Okay. Boah, da bin ich cool. Wow, da wurde ich gesprungen, Alter. Bin ich gesprungen. Schuss und hinterjumpen und. Okay, okay. Wow. Na gut, ich sollte den Oktopus aber schaffen. Und wenn ich ihn gut verarschen kann. Wow, okay. Ach, der ist gut verarschen, ne? Okay, ja, ich habe ihn verarscht. Okay, gut. Wenn er schon mit seinen Augen rausguckt, dann am besten hochspringen, weil dann schießt er auch nach oben. Wow. So. Komm schon, liebes E. Jetzt muss es aber mal funktionieren. Oh Gott. Wow. Okay, so, ich muss halt weiter hinten bleiben. Aus Angst. Wow, aua. So, komm schon, jetzt ist er doch gleich da. So, oh, ein bisschen geheilt, sehr schön. Aua. So, gleich kommt's doch. Wo ist es denn? Wow, 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 das ist... Ich hab's! Okay, ich hab alle Dinger eingesammelt. Okay, ich kann jetzt nicht Stopp machen. Sehr schön. Okay, komm, ich schaffe das jetzt hier noch durch. Und dann habe ich den Checkpoint vom Boss und bin richtig cool. So. Sehr nice. So. Beat. Ach, das gibt den Vogel als Waffe? Ach so. Ach, das ist ja auch interessant. Das ist ja interessant. Ich kann den Vogel als Waffe nur dadurch freispielen. Ich kann mir schon wundern, bis die ganze Zeit ist der Vogel ist die ganze Zeit am Rand rechts, ja. Irgendwie kommt er ja nicht vor. Okay, aber was macht er denn? Das ist einfach echt der Vogel. Das ist ja cool. Soll ich mal benutzen oder was? Ich benutze jetzt einfach mal bei ihm hier. Komm, jetzt erst die Schwäche gegen alle. Pass auf. So, Mr. Typi. Okay. Oh, wie cool. Er hilft mir ja richtig. Er hilft mir ja wirklich. So, was ist denn jetzt hier die das Crystal Eye war nicht, ne? Na doch, okay. Halt normaler Damage. Okay, jetzt wieder weg, der Vogel. Er ist wieder weg. Wie schnell ist er denn bitte weg? So, weil das will ich an sich jetzt nicht. Nee. Ich bin hier nicht mit vollem Arsenal bin ich hier nicht reingekommen. Und deswegen mache ich das jetzt nochmal mit vollem Arsenal. Okay, das ist aber jetzt blöd. Der Kick ist anscheinend seine Schwäche gewesen, weil es hat sehr viel Schaden gemacht. Aber ja, ich krieg denn auch. Jedes Mal kriege ich auch selber Schaden. Das ist voll doof. Na gut, okay. Okay, warte mal. Oh Gott. Oh Gott. Hallo? An. Okay, wow. Aua. Oh Gott. So. Oh, verdammt. Okay, jetzt auch wieder. Warte mal, wie viele mache ich noch? Okay, ich habe noch eins. Oh, scheiße. Oh, okay, gut. Jetzt oder nie. Ich will das Level nicht normal machen. Ich habe alles freigespielt. Okay, aber was ist denn seine Schwäche gewesen? Das glaube ich, Gravity haben wir schon gesehen. Die Gravity-Schwäche haben wir schon benutzt. Ich glaube, Stone haben wir tatsächlich auch schon mal benutzt. Das habe ich bloß wieder vergessen. Stone haben wir auch schon rausgekriegt, dass es die Schwäche ist. Vielleicht das hier einfach mal nicht. Ich habe die. Nee. Ja, die Bombe. Vielleicht ist es die Bomben. Eine Bombe, Alter. Mal gucken. So. Ja. Hier mal Bomben. Aua. Oh Gott. Oh Gott. Nee. Okay, macht auch nicht so viel Damage. Es ist halt wirklich der Kick. Aber guckt euch das mal an. Ich will halt nicht reinrutschen, ganz ehrlich. Achtung. Guckt euch das an, ich krieg selber Damage. Okay, oder auch nicht, wenn ich...
Nicht, wenn ich komplett straight durchrutsche. Okay, dann da warte mal, denn... Jo, Multitank, ne, ist ja klar. Also, wenn ich straight durchrutsche, dann halte ich das aus. Ja, dann werde ich das einfach machen. So. So. Und tschüss. Ja! Okay. Hätte ich vielleicht so Haki Multitank gebraucht. Aber gut. Leute! Damit haben wir jeden Robot-Monster platt gemacht. Sehr schön. Und alle Buchstaben. Jetzt haben wir alle Weapons. Sehr schön, Leute. Jetzt kommt halt, ne? So, ihr seht, dass die finalen Stages wieder des Spiels. Damit rechne ich wieder. You got Water Wave. Ach so, ich dachte, kann ich Dreizack werfen? Nee, ich hab so ein scheiß Wasserding jetzt, oder was? Okay, Stage Select. Oh, da ist er. Protoman. Ach, guck mal hier. Okay, ich hätte anscheinend doch noch alle anderen Stages anwählen können, anscheinend. Aber gut, Leute. Das war sehr erfolgreich heute. Sehr, sehr schön den letzten Buchstaben gefunden, den letzten Robot Master Plan gemacht, alle Waffen freigespielt. Dann kommen jetzt, ja, oder vielleicht ist es bloß noch ein Kampf gegen Protoman. Oder irgendwie, danach kommt bestimmt nochmal Dr. Wily oder so. Oder der Überraschungstwist. Es ist Dr. Kosacke, der zurückkehrt. Ja, wir schaut mal. Ciao!